Wo sind wir denn hier gelandet? 11 Uhr, 1 Uhr, 11 Uhr, 1 Uhr. Und das sind auch Ihre eigenen Schuhe, oder? Das sind auch meine eigenen Schuhe, ja. Was muss man da noch machen? Da muss man nichts machen. Das ist ein sehr attraktiver Mann. Die Krähenfüße. Ich bin im Ausland, im tiefsten Niederbayern. Genauer gesagt in Landshut. Hier treffe ich Oberbürgermeister Wolfgang Wöller, Psychiater Wendelin Winter, Inspektor Harry Klein, Gigolo Fritz Wendel. Alles Filmgrößen, hinter denen ein Mann steckt. Fritz Wepper. Seit 1955 steht der Mann vor der Kamera. Spielt erst beim Kommissar, dann bei Derrick, den Assistenten Harry Klein. 1972 brilliert er im Hollywood-Klassiker Cabaret neben Liza Minnelli und Michael York. Allein mit Derrick-Hauptdarsteller Horst Tappert arbeitete Wepper 24 Jahre lang. Er drehte mit seinem Bruder Elmar und mit seiner Tochter Sophie. Mit seiner kürzlich verstorbenen Frau Angela war er fast 40 Jahre verheiratet, bekam vor 7 Jahren mit einer anderen Frau sein zweites Kind. Für die Boulevardpresse ein gefundenes Fressen. Um Himmels Willen ist eine der erfolgreichsten Serien im deutschen Fernsehen. Fritz Wepper spielt hier Wolfgang Wöller, den Bürgermeister der fiktiven Stadt Kaltental. Und Kaltental ist in Wirklichkeit Landshut. Und weil hier immer gedreht wird, besuche ich Fritz Wepper in seinem zweiten Zuhause, einem Hotel in Landshut, wo auch ich ein Zimmer beziehen werde. Natürlich bringe ich auch etwas mit. Eine Fritzbox mit analogem Inhalt. Ich glaube, Herr wir sind Krause. Richtig. Herr Wepper. Krause kommt und hält sein Wort. Selbstverständlich. Ja. Das ist das öffentlich-rechtliche Qualitätsversprechen. Herzlich willkommen. Das ist der Aaron. Vielen Dank, dass mein bester Freund. Aaron, du bist ja ein wunderschöner Hund. Ja, danke. Was ist das denn für einer? Das ist ein Deutsch-Drahthaar. Ein Drahthaar? Ja. Das ist so ein Jagdhund, ist das, Jagdhund, ne? Ja, ja. Aber du bist ein Friedlicher. Du jagst keine Menschen. Ja, ja, Aaron, lässt du mich mal durch? Schätzt positive Energien. Jetzt steht er ein bisschen im Weg. Aber das trotzdem. Macht überhaupt nichts. Komm, ja, komm, 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 rein. Komm, komm. Aaron, geh du mal voran. Vielleicht hat Aaron gecheckt, dass es eventuell eine Kleinigkeit für ihn da drin ist. Ach, das könnte sein. Ja. Aaron, voran. Ich gehe jetzt einfach rein, ist das okay? Ja, ja. Schau mal. Ja. Ich habe ja, ich habe das viel pompöser mir vorgestellt. Ich habe gedacht, das ist eine große Suite mit zwei Stockwerken und ja, die gibt's ja auch, aber die brauche ich nicht. Bitte. Ah, das nehmen ist, Sie Platz. Vielen Dank. Ich habe eine Kleinigkeit dabei. Das passt auch sehr gut hierher. Zu den Farben auch. Es ist eine farblich abgestimmte Schachtel, selbstverständlich. Okay. Ich stimme meine Schachteln immer farblich ab. Wissen Sie, was der Franz Beckenbauer jetzt sagen würde? Ja, ist denn schon Weihnachten? Genau. Ist für, ja. Darf ich dem Hund was geben oder ist er auf Diät? Da freut er sich riesig. Ja? Aaron? Ja. Aaron, komm mal her. Ah, ja, komm, ich hab dir was. Schau mal, was der Herr Krause. Ich kaufe mir Sympathie. Na, das ist. Das ist eine Herzensangelegenheit. Das erste, was ich mal. Aber. Aaron, sitz. So. Kann er Pfötchen? Nee, Jagdhund. Ah, das machen die nicht? Nee. Das ist zu devot. Nee. Aber er kann Sitz, hat einen guten Appell. Bitte. Vielen Dank. Pierre, darf Pierre sagen, bitte Fritz. Das ist eine Ehre, Fritz. Pierre, sitz. Ich danke Ihnen. Ja, sehen Sie? Pfötchen haben wir schon gegeben. Pfötchen kann ich auch. Ja. Ich bin ja auch in diesem Hotel. Also das ist ein sehr schönes Zimmer. Aber ich habe fast den Eindruck, dass meins wie soll ich sagen, schöner ist. Ja, freue mich für Sie. Also ich bin da bescheiden. Es ist praktisch Dusche, Bett, Schreibtisch, Telefon. Das ist es, reicht. Aaron schmeckt. Sehr gut. Aaron, fein? Lass es dir schmecken. Ja, wie der Herr so ist. Ja. Ja. Wollen Sie auch? sieht aus wie Sushi. Genau, es ist eigentlich im Grunde, wahrscheinlich schmeckt es total gut. Ja, ja. Aber da freut er sich. Wenn Sie am Set auch mit Herrn Bürgermeister schon angesprochen? Ist die Aura, ist die Rolle schon so übergegangen? Dass ja, also Herr Bürgermeister ein bisschen augenzwinkernd. Ja. Und ich meine, Kaltental ist ja fiktiv, aber ich freue mich, dass wir das in diesem wunderschönen Landshut drehen. Und ich bin ja hier jetzt schon 17 Jahre, wir sind im 18. Jahr hier. Wahnsinn.
Ja. Aaron hat eben so, wollte mir quasi eine Regieanweisung geben, weil ich habe das hier noch vergessen. Ich habe noch ein Geschenk. Das ist, ich hoffe, dass ich damit auch den Nerv treffe, weil man hat mir gesagt, beziehungsweise meine Recherchen ergaben. Ich bin ja ein fleißiger Journalist. Bin ich sehr gespannt. Fritz Wepper macht Yoga, also meditiert sozusagen. Sasen. Gesundheit. Zen-Buddhismus. Ach, Zen-Buddhismus. Yoga ist mehr so eine sportliche Variante. Dann bin ich, glaube ich, doch richtig, denn das hier ist ein, bitte öffnen Sie es selbst, es ist kein großer Knochen, sondern ein Meditationskissen. Ach, das ist ja toll. Das erleichtert das ein bisschen. Das ist ja eins. Und natürlich Fairtrade, Öko und vom festangestellten toll. Lohnsteuer- und Sozialversicherten. Kindern, Pierre. Erwachsenen. Ich bedanke mich. Sehr, Handschuhen. Sehr gerne. Ganz toll. Das hat Reisegröße. Ja, schon. Ja. Sie sind ja so klein. Ein noch. Alle guten Dinge sind drei. Absolut, alle guten Dinge sind drei. Aber er muss Sitz machen. Na, selbstverständlich. Warum? Sitz. So. Und Herr Wepper, für Sie habe ich auch was Leckeres noch. Da. Für mich? Ja. Und weil so schönes Wetter ist, können wir ja rausgehen. Vielleicht uns draußen ein bisschen hinsetzen. Ja, gerne. Haben Sie Lust? Ja. Dann muss ich mein Kissen, das tue ich hier rein. Genau, das ist sozusagen für die Abendmeditation vor dem Zu-Bett-Gehen. Vielen, vielen Dank. Und dann nehmen wir jetzt auch noch eine Leckerei zu uns. Aber nur eine. Und Sie müssen Sitz machen. Hier, ich habe ein bisschen Sendegebiet. Ach, wie toll. Mitgebracht. Aha. Das ist eine echte Schwarzwälder Kirschtorte. Ach, wie toll. Aus dem Schwarzwald. Ja. Und eigentlich ist es für Sie jetzt wahrscheinlich auch, wie für mich, viel zu früh, jetzt schon ein Stück Torte zu essen. Ja, aber der Anblick und die Erinnerung, weil mein Onkel Ludwig und meine Tante Hedwig waren im Schwarzwald, in Altengstedt. Und dann haben sie mir gesagt, Fritzli, futter nur tapfer, damit was wirst, Kerle. Nichts bis eh schon, ja. Tatsächlich, Sie haben es ja drauf. Ja, freilich. Ja, super. Ich bin da mit meiner Tante immer, alle 14 Tage, sind wir im Pfleger nur noch ein Brotbacker. Ja. Und das hat ein Zwiebelblutz gegeben. Das war das Beste, was ich überhaupt gekriegt habe. Und mittlerweile habe ich in München ein Brot entdeckt, Schwarzwälder. Ich dachte, das muss ich probieren. Und das schmeckt wie meine Kindheit. Es gibt kein besseres Brot, was ich habe. Also, was ist das für eins? Schwarzwälder. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich ein Stückchen Brot mitgebracht, jetzt habe ich da so eine Torte. Na gut, ich mache mal ein Stück. Nein, aber Schwarzwald. Schwarzwälder Kirschtorte ist sozusagen ein Muss. Habe ich Ewigkeiten nicht mehr. Oh Gott, ist das ein Riesen. Das finde ich ja toll. Machen Sie, achten Sie auf Ernährung und so? Vegan ist jetzt halt nicht, ne? Nee, vegan, ich weiß nicht. Ich kenne Vietnam, aber vegan. Ich hab das aber rühren, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und Aaron? Ich glaube, das ist nichts für dich. Es wäre schon was für ihn, aber... Er wird's essen, klar. Und jetzt kommen wir auch in die Situation, und deswegen, das kann man nur mit einem Schauspieler machen. Ja. Man hat ja ganz oft Szenen, da drehen Sie so eine Szene und dann haben Sie 100 Schwarzwälder Kirschtorten vor sich. Essen, ohne eigentlich wirklich zu essen, das finde ich immer, das ist die große Kunst. Wie machen Sie das? Machen Sie da immer so ganz kleine? Ich fange zum Beispiel dann, wenn es so ein Gericht ist, hole ich mir eine Erbse raus. Und da kann ich auch noch einen Text sprechen. Und gibt es das eigentlich, das sieht man bei den amerikanischen Sets immer, wenn da so Backstage-Reportagen macht, dass es so Leute gibt, die diesen erniedrigenden Job haben, so eine Tüte aufzuhalten, wo, wenn der Cut kommt, dann was reingespuckt wird? Das haben wir nie gemacht. Das habt ihr nicht, okay. Nee. Es ist auch so, bei Weinproben gehöre ich auch zu der Sorte, die nie ausspuckt. Sehr gut. Ich habe zum Beispiel beim Bodensee gedreht. Da ist ja eines der höchst angelegenen Weinanbaugebiete, Achtung mit. Aaron, es wird nicht gejodelt und schon gar nicht gebettelt. Ist das klar? Und jetzt Brrt. Oh, was ist das für ein Befehl? Den kenne ich. Brrt? Brrt habe ich von meiner Züchterin. Bei Down ist ein jagdlicher Befehl und Brrt ist privat. Also, so ihr seid jetzt privat sozusagen? Ja, wir waren jetzt ganz privat. Also, okay. Wir waren nicht auf der Jagd. Er war auf der Jagd nach der Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, natürlich, klar. Ja. Man kann es ihm nicht verübeln. Aber darf ich jetzt trotzdem essen? Aber selbstverständlich. Ich dachte nur nicht, dass Sie jetzt denken, Sie müssen.
köstlich. Das freut mich sehr. Digga, du hattest doch schon was. Ja. Ich wollte Sie ganz gerne einladen, zu uns ans Set zu kommen, also in das Kloster. Das freut mich sehr, das ist hochinteressant. Ja. Das ist immerhin eine der erfolgreichsten deutschen Serien, die es in Deutschland gibt, um Himmels Willen. Ein schönes, schattiges Plätzchen. Ja, bitte sehr. In Klosternähe. Okay. So. Ah, und schön Platz. Wie schön Platz. Wie geht es nochmal? Brr? Britt. Ja. Britt? Ja, ja. Ja, oder komm einfach jetzt. Er geht zu seinem Freund Pierre. Sind wir jetzt Kumpels, Aaron? Okay. Wurde eigentlich, ich muss diese Frage, weil ich ein Nerd bin. Es ist erwiesen, dass Scotty auf der Enterprise niemals von Captain Kirk den Satz gehört hat, beam me up, Scotty. Der wurde nie gesagt. Der wurde nie gesagt, wird aber immer kolportiert, dass der so oft gesagt wird. Mhm. Harry, hol den Wagen. Dieser Satz, wurde der überhaupt so jemals in einer Folge Derek gesagt? Es wurde mal erfunden von Harald Schmidt und Feuerstein. Nur, als es dann plötzlich zu einem Spruch wurde, dass die Leute gesagt haben, Harry, hol schon meinen Wagen. Also das habe ich ja zigmal, hunderte Mal und so gehört. Und ich dachte, wir haben das doch eigentlich gar nicht gesagt. So. Es ist ganz witzig, dass das so wie ein Damoklesschwert aus Gummi, ja, aus Weingummi da über uns schwebt. Also man muss es gar nicht so ernst nehmen. Aber es war eigentlich so ein bisschen hämisch. Ja, wobei es immer auch, also ich finde ja, um parodiert zu werden, muss man erfolgreich und gut sein. Also, oder zumindest erfolgreich sein. Ne? Ja, das ist schon mal. Und das ist immer eine Auszeichnung. Also eigentlich müssen sich all die ärgern, die nie parodiert wurden. Ja. Ne? Weil dann ist man erst cool. Ja, das ist, vielen Dank. Also das hilft mir jetzt auch über den Nachmittag. Dafür bin ich da. Nein, wirklich. Nee, ist, ich habe das auch schon mal gedacht. Weil ich hab auch zum Beispiel Peter Maffay. Ja. Nachgemacht. Ich war, Herr Ober, bringen Sie mir noch einen braunen Braun? Also mein Vater war damals Alkoholiker. Zwei, okay. Das ist ja großartig. Also, und Peter, wir haben uns dann verabredet. Aaron. Es ist nicht wirklich Peter Maffay. Ja, gerade, was ist denn da los? Ist der Peter Maffay? Das ist gar nicht der Fritz Wepper. Nee, das ist immer noch derselbe. Er kann das nur sehr gut. Er kennt die Geschichte. Er kennt die Geschichte so. Wie langweilig. Ja, aber okay, aber er fühlt sich wohl im Piers an. So, da war ich mit einem Freund zusammen, um das noch abzuholen. Der kannte von Mallorca den Peter und Peter hatte auch damals seine Frau. Man nannte sich Mickey Mouse, sehr originell. Und Mickey Mouse sagte, Peter, es ist Mallorca im Januar irgendwo, so kalt. Was ist das Problem? Wir gehen Holz hacken. Ja, aber da ist es doch auch so kalt. Zieh ein Sweatshirt an. Aber was ist los? Ist doch alles friedlich. Wir würden jetzt in den Hof aufbauen. Ihr wolltet ja irgendwie mal zuschauen. Das okay. Ist die perfekte Gelegenheit. Also wir können kommen, ohne zu stören. Auf jeden Fall. Super, vielen Dank. Dank dir, Xaver. Vielen Dank, das ist der Aufnahmeleiter, ne? Ja, ja. Dann nehmen wir das Angebot doch gerne wahr, gerne. Und unterhalten uns einfach dort oder woanders weiter, wenn es okay ist. Okay, kann ein bisschen was zeigen und so. Sehr gut, ein heißes Set, wie man in der Branche sagt. Echt? Kenne ich halt. Also bei uns ist es nicht so heiß. Nicht? Okay, dann ein lauwarmes Set. Ja, ja. Na gut. Dann gehst du mit, Aaron? Du bist ja schon... Okay, dann stehe ich auch auf. Oh. Hallöchen. Du bist ein Fan, gell, Pierre. Von Pierre. Das stimmt, zufällig. Was soll ich Ihnen? Na, geht's euch gut? Ja, danke schön. Ja. Wir beklagen uns nicht, freuen uns, dich zu sehen. Eine von den Krähen, von den Liebenswerten. Was wird denn gerade gedreht? Was macht ihr denn? Oder stören wir gerade eigentlich? Bringen wir alles durcheinander? Also, ich glaube, es ist okay. Wir haben viele Tiere, aber wenig Nonnen. Ist aber tatsächlich ein relativ kleines Team für so eine große Produktion. Aber das ist wahrscheinlich atypisch, ne? Normalerweise ist es... Ja, also wir sind insgesamt immer so um die 40. So 35 Teammitglieder. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Und der Rest sind meine Kollegen oder Komparsen, oder Fotografin, dann Maske. Bitte. Oh, jetzt geht's nicht.
Ist das mit Text? Ja. Das ist ein Spielfilm. Ja, stimmt. Leben von Text. Ja, stimmt, ja. Wollen wir uns da hinsetzen? Ja, total gerne. Das ist eben auch ein tolles Team. Ja. Es gibt keine Spannungen und es ist entspannt und professionell. Und mir macht Spaß, auch nach 17 Jahren noch. Ja. Das glaube ich, ja. Wir hatten einmal einen dabei, so ein Asshole. Ja. Schauspieler? Ja. Okay. Das saß dann in meinem Wohnmobil und blätterte in meinen Terminplan. So, was machst du denn hier? Ja. Den haben wir dann sterben lassen. Der hat dann einen Unfall gehabt. Also von Dramaturgen her. Gut, jetzt wird gedreht. Was hat der denn auf? Das ist ja unglaublich. Das gibt wieder Briefe, sage ich jetzt schon. Ach, das ist eine Katze. Ach, die heiraten. Tatsächlich. Ja. Ja, über 200 Folgen. Und sind wir denn hier gelandet? Inhaltlich flexibel werden. Herr Krause kommt. Herr Krause ist da. Servus. Hallöchen. Servus, servus. Sie sehen aus wie der Regisseur. Sie sitzen in den Ja. Wie läuft's? Alles gut? Sehr gut, sehr gut. Wie kommt ihr ohne mich eigentlich aus? Auch gut. Es fehlt ein gewisser Schmäh natürlich. Das ist für mich auch eine ganz entspannte Begegnung. Ich bin ja selten am Drehort und habe nichts zu tun, außer euch zuzuschauen. Zuzuschauen, ja, über die Schulter zu schauen. Das ist ja entzückend. Was Wahnsinn, oder? Wer heiratet? Ja. Hunde. Ja. Hund und Katze. Ja. Oder Kapelle. Okay. Neueste Sucht von Schwester Felicitas. Die hat ja immer Süchte, unsere Schwester. Ja. Mal ist sie drogensüchtig, mal ist sie, was weiß ich, süchtig und jetzt ist sie gerade handysüchtig. Also ich dachte, ich bin in der falschen Serie. Gesellschaftlich relevante Themen werden hier aufgearbeitet. Absolut. Aber es scheint an sich ein recht entspannter Zusammenhalt hier zu sein. Ja, das ist mir wichtig, weil ich finde, Film ist nicht Krieg, ja, sondern ja. Arbeitszeit ist Lebenszeit. Es muss Spaß machen und trotzdem konzentriert arbeiten und das ist möglich, ja. Ohne dass man rumschreit. Und so diese Superstar-Allüre gibt es gar nicht. Ne? Man könnte jetzt vielleicht meinen, na gut, die ganzen Hauptprotas, die sitzen in ihren Trailern und werden mit Traum gefüttert. Geh mal schnell aus dem Bild, Fritz. Okay, ja. Damit die Wahrheit eine Chance hat. Ja. Aber das scheint doch recht bodenständig zu sein. Oder ist das jetzt nur für uns? Nein, also Gott sei Dank sind unsere Hauptdarsteller auch nur Menschen. Ja. Ja. Und natürlich will der Fritz nicht mit dem Fiat abgeholt werden. Als das Auto stimmt. Nach. Das stimmt, ist aber auch in stimmt. Ordnung. Ja, er ist ja auch der Mann, der mit unserer Hauptdarstellerin die Serie trägt vor der Kamera. Ja, genau. Absolut. Ich komme ja auch mit Vierbeiner. Also, aber Vierzylinder ist so nicht mehr mein Ding. Und das kann man alles regeln. Also kein Problem. Was ist jetzt eine Spitze von dir? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Star-Allüren. Wir haben einfach nur über dein Auto aufgeredet. Also mit Star kann ich gar nichts sagen. Also ich finde, Setluft macht hungrig. Ich habe jetzt so vielen Leuten beim Arbeiten zugeschaut, ja, dass ich echt Hunger bekommen habe. Ich auch. Ich weiß sogar, wohin. Aber wir essen in einem Restaurant oder essen wir jetzt so? Restaurant. Okay, das ist gut. Es gab ja auch mal eine Zeit, also es gibt ja so viel über das man reden kann. Ja. Aber man muss natürlich diesen Kabarettfilm, Cabaret unbedingt erwähnen. Es waren die Oscar-Verleihungen, Cabaret war nominiert. Sie als Mitwirkender in diesem Film, als Star in diesem Film, war natürlich eingeladen und sie konnten nicht hin, weil sie sozusagen gebunden waren an eine andere Rolle in Deutschland. Das ist doch, ich sage es mal in den Worten, wie ich es als Feuilletonist sagen würde, richtig große Scheiße. Oder? Ja, das kann man so nennen. Vor allem nicht deswegen, weil ich gebunden war, sondern der Produzent von
Kommissar. Ja. Nun gab es ja den Kommissar und es gab drei Assistenten. Und der ein oder andere Kollege von mir das gespielt hätte, wäre überhaupt kein Problem gewesen. Das Problem war der Produzent. Man sollte ja eigentlich über Tote nicht schlecht reden, aber ich kann es nicht ändern. Es war einfach schlecht. Und zwar hat er damals den Film Cabaret gesehen und hat zu mir gesagt, also Fritz, solche Filme solltest du nicht drehen. Und ich dachte, mach einen Witz. Ja. Und dann, also die Geschichte, seinen Hintergrund will ich gar nicht jetzt näher erläutern. Das wäre wirklich üble Nachrede, obwohl es die Wahrheit gewesen wäre. Aber ich war natürlich aufs Bitterste enttäuscht. Ich meine, wann hat man schon mal die Möglichkeit, in einem Film, der insgesamt 8 Oscars sozusagen für sich vereinnahmen konnte, und da eingeladen ist. Und ich war also wirklich tiefst enttäuscht und war natürlich auch böse. Ja, gegen so eine unfreundliche, unkollegiale Missachtung. Das ist mein Lieblingslokal, ja. Deswegen spreche ich auch ein bisschen Speisekarten-Italienisch. Wie oft sind Sie hier? So oft ich kann. Wenn Sie drehen, dann wahrscheinlich, ne? Ja, wenn ich drehe, also ich bin fast täglich hier. Bin auch manchmal mittags hier, wenn wir so eine kleine Pause haben. Sie haben, das ist ja auch in der Öffentlichkeit, Sie haben auch darüber gesprochen, eine schwere OP. Ja. Von der Sie schon vorher wussten, dass die Überlebenschancen bei dieser OP gering sind. Das wusste ich nicht. Das wussten Sie nicht? Das wusste ich nicht. Okay. Als ich vor 2 Jahren eine Untersuchung hatte, bei einem hochaufgestellten Professor, und der meinte, ich hätte eine Herzklappeninsuffizienz, also eine undichte Stelle. Sie müssen eine kürzliche Herzklappe, aber das ist Routine, OP, 2 Stunden. Als ich einen Tag vor der OP da war, meinte der Professor, Herr Wepper, wir haben da einen Gatsch. Das musste ich jetzt übersetzen. Gatsch ist tirolerisch, das ist ein kleines Problem, da ist so rein Wusch. Ja. Und er müsste eine Arterienprothese machen. Also wurde aus dieser OP eine 9-stündige OP. War heftiger. Und toi, 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 ich habe das alles überlebt. Da war eine Zahl 5% grün markiert. Da sage ich, Professor, was ist das? Das sind nicht mal die Mehrwertsteuer. Sagt der Wepper. Alles wahr, ja. Herr Wepper, das muss ich schon sagen. Sie sagen, für ein harter Knochen. Sag ich, wieso? Ja, weil die OP überleben nur 5%. Das sagt er danach. Ja. Also, jetzt sitze ich hier. Vielleicht können wir darauf anstoßen. Mit großem Vergnügen. Ohne Anschluss zu nehmen. Okay, passt alles? Aber toll. Nein, nicht okay. Hervorragend. Dankeschön. Ja. Grazie. Ciao. Ciao, Bella. Ciao, grazie. Ich sag auch einfach mal ciao. Ich kenne die ja gar nicht. Ich dachte, ciao. Ich dachte, kein Problem. Ich dachte, die meinen mich, aber sie meinen natürlich nicht. Das sind drei, ja. Okay. Oder? So hat mein Speisekarten italienisch angefangen. Mit ciao. Ciao. Ja. Ciao. Super. Ciao, Bella Italia. Ja, ja. Haben Sie eigentlich, wie ist es denn eigentlich mit Ihrem Bruder? Mit dem haben Sie auch öffentliche Auftritte. Mal in der Fernsehshow, Sie haben zusammen mit ihm gespielt. Ja, wir haben 17 Filme gemacht. Genau. Also zwei Brüder. Der Elmar und ich, wir haben angefangen, Kasperltheater zu spielen. Wir hatten 2 Stühle, ein Seil, Badehandtuch drüber. Und wir hatten von meinem Vater, die sind, glaube ich, mittlerweile über 80 Jahre, oder fast an die 100 Jahre, Pappmaché, Teufel, Gretel, Kasperl. Wer hat zugeguckt? Wer waren die Zuschauer? Niemand. Einmal haben die Oma und die Mutti eingeladen. Die mussten 1 Mark bezahlen. Das haben sie rührend gemacht. Nie Konkurrenz verspürt? Nee, never. Geschwister verspüren ja auch wenn sie nicht im selben Beruf arbeiten, immer irgendwie. Nein. Also wir haben auch keine Konkurrenz, wenn wir fischen. Nie. Das ist Liebe. Also sie sind also beide schon sehr empathische Menschen, ne? Sehr, sehr emotionale Menschen auch. Also das spielt ja, schon, ja, bei unserer Mutter, also wir sind, unser Vater war im Krieg vermisst. Ja. Und wir sind mit Liebe
überschüttet worden. Ja, ich habe also manchmal innerlich schon so gemacht, aber die Liebe schadet nicht. Der Vater ist nie aufgetaucht? Den haben Sie so? Ich habe meinen Vater das letzte Mal gesehen, da war ich 3. Und da gibt es ein Foto, wo ich im Garten bin und 3 Ostereier in der Hand habe. Und der Vati und war, also das sieht man auf diesem Schwarz-Weiß-Foto, hat sich ihm gefreut, wie ein Vater sich freuen kann. Ich hätte ihn zu gerne so in Erinnerung. Und das war eben nicht möglich. Toll. Schöne, originale Oktopus. Toll. Das ist optisch so schön, dass man es nicht... Vielen Dank. Toll sieht es aus. Wenn man weiß, dass dieser Oktopus ein so hoch aufgestelltes Tier ist, der selbst im Arm ein Gehirn hat. Also, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, ja? Aber ich habe so viel Respekt vor diesem Oktopus. Und es schmeckt auch wunderbar. Es schmeckt köstlich. Und jetzt, wo ich weiß, dass er ein Gehirn im Arm hat, ja, schmeckt er auch noch sehr clever. Ja, ja. Aber er war leider nicht clever genug. Ja, das kann man nicht ändern. Fritz, es war mir eine große Freude, Sie heute zu treffen. Ja, ja. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, morgen belästige ich Sie weiter. Nein, nein, nein. Das ist das Gegenteil von belästigen. Ich tue das gerne. Ich freue mich auf morgen. Ja. Auf Sie. Ja, auf dich. Dankeschön. Als habe ich du gesagt, wollten wir uns doch aufheben. Für. Ach so, ja, das heben wir uns auf. Ja, heben wir uns als auf. Highlight. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie süß die beiden aufgereiht da ja. sitzen. Aaron wartet, der hat schon gefrühstückt, aber wartet immer, ob da vielleicht ein Krümel abfällt. Ah, sehr schön. Es wird kein Krümel. Aaron sagt guten Morgen, Pierre. Guten Morgen, Aaron. Pfötchen gibt's ja nicht, ne? Ja, ja, ja. Gut geschlafen? Ja, alles gut bekommen? Selbst ja, auch? Sehr. War köstliches Essen, nicht? Absolut, absolut. Ja. Und auch ein sehr köstlicher Wein, der wiederum zum Schlafen ganz gut beigetragen hat. Ja, ein Schlaftrunk. Absolut. Frühstücken Sie gar nicht? Wie bitte? Frühstücken Sie gar nicht? Ja, 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 aber ich um ganz ehrlich zu sein, ich frühstücke, ich habe schon gefrühstückt. Ach so. Ja, ja, ja. Ja. Ach, selbstverständlich. Aber, heimlich auf dem Zimmer? Unheimlich, ja. Ja, unheimlich auf dem Zimmer, okay. Na dann, okay. Käffchen. Ja, Käffchen. Was wollen wir denn heute mit diesem wunderschönen Tag ja. noch anfangen, Fritz? Also ich dachte, es gibt hier in der Nähe ein wunderschönes Gewässer, da haben wir schon einige Male gedreht. Und ich habe natürlich als Fischer meistens meine Rute dabei und meine Rolle dabei und auch meine Kleidung dabei, also Warthose, Wartstiefel. Okay, das heißt, wir werden angeln oder fischen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Angeln und Fischen? Ist dasselbe. Also ich bin Fischer. Es gibt auch Sportangler, aber für mich ist das kein Sport, sondern das ist eine archaische Tätigkeit zum Überleben, ja, und bringt eben viel Freude. Und
Ja, da schnuppern wir mal rein. Also von mir aus können wir los. Ja, okay, pack uns. Aaron, bist du bereit? Kommst du mit? Die coole Pfote. Hm? Wir gehen angeln. Ja, wir müssen noch überreden. Hast du denn, haben Sie denn also zu den USA noch Kontakt? Liza Minnelli zum Beispiel ist ja, ja tatsächlich eine Freundin. Ja, ja. Liza Minnelli, also wenn die nach Europa kommt, dann ruft die ein paar Wochen vorher an. Weil ich muss ja den Schweinebraten dann auch. Ach so, selbstverständlich. Ja. Gibt's da ein gewisses Restaurant? Oder also wir sind, sie war meistens so in der Sommerzeit da, sodass wir in Augustiner Biergarten gehen konnten. Das ist ja wunderschön. Ja. Und das liebt sie. Ja, und, aber wir sind dann auch manchmal ganz vorne in einem Fünf-Sterne-Hotel und trinken Kaffee oder sowas. Also je nachdem. Oder sie geht einkaufen, Fritz kommt mit und so. Gott sei Dank ist es heute ruhig, als wir damals hier gedreht haben, da war hier Sturm, ja. Oh. Und der Wöller saß hier im Stuhl und war eine coole Socke und alle anderen, da flogen die Sonnenschirme. Ja, hier haben wir gedreht. Das Fischer sagen wir du. Hinterher können wir uns dann wieder sehen. Gut, dann sind wir jetzt für diesen Angelpart sind wir per Du. Ganz schwer. Okay. So, etwas ist noch ganz wichtig. Du hast ja auch eine Brille. Selbstverständlich. Die sollten wir aufsetzen. Weil erstmal. Weil es cool aussieht. Ja, ja, so kann man das sehen. Wird mir man erkennt uns trotzdem noch. Und ganz wichtig ist es als Schutz für die Augen, weil hier ist ja ein Haken. Ich hatte schon mal im Ohr einen Daumen und so. Weil das passiert hat. Ohr? Das? Ja, im Ohr, wie ein Ohrring, aber ein unfreiwilliger. Viel zu okay. Schmerzhaft, aber. So, ein bisschen lustig auch. Versuche ich mal, die ersten Würfe zu machen. Im Grunde ist dieser Wurfwinkel von 11 Uhr bis 1 Uhr. So lange? Haben wir doch gar nicht Zeit. Nein, ich meine hier. Ach so. Das ist jetzt auf 11 Uhr und beim Rückwurf auf 1 Uhr. Ja, und das kann man, und dann senkt man die Fliegenroute. Also man fängt zuerst an mit so ein bisschen schnellen Würfen. Dann werden die langsamer, weil die Schnur auch länger wird. Das ist alles. Ja? Oh Gott, wir angeln heute noch einen Kameramann. Ich kann das gar nicht mit anschauen. Hat er Pech gehabt? Ja, hat er Pech gehabt. So. Aber wir würden ihn wieder zurück ins Wasser werfen. Weil wir wollen ja heute keine. Ja, wir genau. Wollen keine Beute machen. Elf Uhr, ein Uhr. Und am Anfang holt man die Schnur raus und macht so. Ah. Hast du einen guten Druck auf der Rute? Ja, ich habe einen guten Druck auf der Rute. Alleine jetzt? Und das mit der Angel kriege ich auch hin. Hast du so auch mal, wie soll ich sagen, der Damenwelt das Angeln beigebracht? Ja, ja. Ja, glaube ich. So hat sich wieder verhakt. Also, das sieht man, ich bin. Du hast einen Busch gefangen. Ja, ja, ja. Es gibt halt nur Salatbeilage. Ja, ich weiß auch nicht. Also, bin nicht begeistert von mir. Ja, gut, aber das ist eben die Gegebenheit. Am Fischwasser hat man dann Ufer und dann wirft man auch dort, wo wenig Buschwerk ist und so. Absolut. Ich versuche mal, das Ding da irgendwie zu entwirren, wenn das geht. Nein, das kann man nicht mehr. Ah, okay. Das war's. Das war's. Aber wir haben einen Busch. Das ist doch so Anfang. Ein Buschfisch. Kann jemand mal mir die Route abnehmen? Selbstverständlich. Was bei meinem Gespräch mit Fritz Wepper noch niemand ahnen konnte, kurz nach den Dreharbeiten stirbt seine Frau Angela. Wenn man sich mit dir beschäftigt und mit dem filmischen Schaffen, deiner Filmografie und deiner Karriere, dann kommt man irgendwann, das drängt sich auf, zu all dem, was die Yellow Press geschrieben hat. Ne? Da gab es ja wirklich eine Menge, wo man sagen muss, da wird ein Privatleben ausgebreitet. Haben die deine Nummer eigentlich? Also ruft da wirklich jemand von der Bildzeitung auf deine Privatnummer? Ja, die haben alle die Nummer. Ich hatte mal
eine Handynummer und dann dachte ich so, jetzt halte ich nicht mehr aus, dass ich die Nummer ändern. Die sind sowieso nicht eingetragen. Aber die Bild-Zeitung hat einen sehr guten Kontakt zu dieser Stelle, wo die Nummern geheim gehalten werden. Mhm. Ja, und am nächsten Tag ruft die Bild-Zeitung an, Herr Wepper, ist die Nummer jetzt richtig? Gut. Das ist halt hier so. Okay. Ist, wenn du heute so das liest, also man liest ja, hat ja ganz viel über deine zweite Frau gelesen, das Kind, das dann kam und so. Ist das, was ist denn richtig? Du hättest jetzt auch mal die Möglichkeit, richtig zu stellen. Wie ist denn die aktuelle Situation? Oscar Wilde würde auf so eine Frage sagen, ja, nicht die Frage ist indiskret, sondern die Antwort. Also es ist gut und ich sage nur ein Beispiel, also meine Frau liebt die Philippa. Und zwischen den Damen ist es manchmal gut und manchmal nicht ganz so gut. Ich muss kurz erklären, also deine erste Frau, die Angela, ja. Und dann eben die zweite Frau, kann man so sagen? Oder, nein, Frau, man kann sagen, die Mutter von der Philippa. Okay. Mhm. So, das ist ganz geklärt. Aber die Familie, ich habe ja mal ein großes Geburtstagsfest gemacht, da habe ich gefragt, meint ihr, ich könnte die Philippa mitbringen und die Susanne? Ja, das ist doch toll. Ja? Also es war ein tolles, war eigentlich das schönste Geburtstagsfest damals. Das war in Italien unten und das war ein großartiges Fest auch für mich. Und so haben die sich alle kennengelernt und mögen sich mehr oder weniger, aber waren alle einverstanden, dass diese Begegnung stattfindet. Und wie ist das heute? Also kommen die miteinander klar? Kommt deine Frau mit der Mutter Susanne, von Philippa, ja, mit Susanne, genau? Ja, ja, die kommen im Großen und Ganzen kommen die klar. Und die Töchter untereinander? Ja, natürlich. Und wo gehst du nach, was ist denn zu Hause für dich jetzt, wenn du jetzt aus dem Hotel heim gehst? Ist zu Hause dann bei Angela sein oder ist zu Hause dann bei Susanne sein oder wie ist das Leben? Ja, zu Hause ist Tegernsee, ja, Angela und ich wohnen unter einem Dach. Und 10 Fahrminuten entfernt ist die Susanne mit der Philippa. Und so können wir das arrangieren und treffen uns und freuen uns, wenn wir uns sehen. Heute ist für Fritz Wepper ein guter Tag. Nicht nur, weil ich da bin, sondern auch, weil das Oktoberfest in München eröffnet. Da geht er immerhin. Und dieses Mal komme ich mit. So, grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Ja, Herr Krause kommt. Hallo, Christiana. Guten Tag. Hallo, hallo. Grüß Gott. Hallo, Christiana. Christiane. Janina. Ach so. Ja. Janina? Janina. Aber Sie haben doch gerade Christiane gesagt. Nein, ich habe gesagt Christiane. Ach so. Okay. Christiane, bayerisch. Ach, verstehe. In das Ordnung. Heißt, grüß Ihnen. Grüß ja. Ihnen, das ergibt grammatikalisch sehr viel also, Sinn. Sind wir, schon so mal. Ist es. Wir gehen nämlich heute auf die Wiesen. Ja. Und der Pierre sollte, also will gerne so ein bisschen bayerisch angezogen sein. Ja, unbedingt, ja. Ja, also kein Dirndl, oder? Ich passe mich an, sagen wir so. Die Schuhe gehen, die sind ja elegant. Ja. Die gehen. Die Budapester. Die gehen, ja. Okay. Sehr gut. Die okay. Haben das Angeln überlebt, also gehen die. In Ordnung. Okay. Dann, Christiane. Janina. Janina, Gesundheit. Dann gehen wir doch jetzt mal Dings. Gerne, bitteschön. So. Ja. Bitte. Okay, hier kommt mein erstes Outfit. Ich habe mir gedacht, wenn man das sein Leben lang hat, ja? Dann muss man ja vielleicht auch reinwachsen können. Also, weil ich esse dann ja auch viel. Ja, ja, schon klar. Aber ich meine, das kann man mit Parmas Bier füllen. Also Socken sind genial. Ja, das sind meine eigenen. Das sind meine eigenen. Ach so, ja. Aber die sind blau-weiß, ja, oder weiß-blau. Ja. Und den Hut vielleicht eine Nummer größer. Okay. Ein Speckriegelchen, da können sie auch ein bisschen enger. Ja, den muss man eh enger schnallen, genau. Wenn es keine Gebührenerhöhung genau. Gibt. Genau. Okay, dann würde ich was Körperbetonteres lieber. Ja, ja. Also. Okay, dann holen wir was Körperbetonteres. Machen wir so. Ja, okay. Genau. Kommen Sie mit, wenn es ums Körperbetonte geht? Nein. Ja, Sie müssen Ihren Körper schon allein betonen. Sie müssen den Körper schon allein betonen. Okay, hier ist mein zweiter Vorschlag. Ich dachte, in Bayern ist die Gender-Debatte ja auch angekommen. Da muss man ein Zeichen setzen. Sehr schick. Ja? Sehr schick. Also ich würde nur vorschlagen, wenn es jetzt am Abend kühler ist, haben Sie denn auch noch so ein Strickchen dazu in Rosa und so? Ja, natürlich, klar. Ja. Völlig richtig, ich will mich auch nicht erkälten. Und das sind auch Ihre eigenen Schuhe, oder? Das sind auch meine eigenen Schuhe, ja. Das sind meine bequemen Schuhe für zu Hause. Das sind die Budapesterinnen. Ja. Und oben, ja, Brust von der Überzeugung? Absolut, die ist auch echt. Die, ach so, ja. Habe ich mir schon gewachsen lassen. Okay, also ich kann nur sagen, supi. Supi.
Super, Janina. Ganz toll. Ich probiere jetzt noch mal ein drittes Modell. Und ja, okay. Dann, schauen wir mal. Okay. Vielen Dank, Fritz. Vielleicht mit einem Slip oder so. Im Augenblick trage ich keinen. Oder doch? Ja, ja. Das ist eure Fantasie überlassen. You're the lady. Toll. Ja, oder? So ist sehr schick. Da passen sogar die Schuhe dazu. Die kann ich anlassen. Ja? Also ich würde nur, wenn es heute Abend ein bisschen kühler werden sollte, ja, und das kann gut sein, vielleicht eine Strickjacke oder ein Gilet. Ja? Genau. Ein Gilet? Ich zeige Ihnen mal noch was. Okay. So, einmal eine Jacke noch. Eine Jacke? Damit Sie uns nicht erfrieren, wenn es so gescheit kalt werden solltet. Also das ist perfekt. So, schauen Sie her. Also so gehe ich mit Ihnen auf die Wiesen. Ja. Und dann sagen die zu mir, Weber, wo hast du denn den Bayer her? So. Jetzt falle ich natürlich mit meinem südwestdeutsch eingefärbten Hochdeutsch sehr auf. Am besten, ich sage nichts, oder? Oder ich versuche es halt ab und zu mal ein bisschen was. Ja, super. Ja, gut, so dramatisch ist das. Du wirst leben, dass du wachst und schnell gewachsen. Also ich finde das Wahnsinn. Es ist auch mehr die Haltung, es ist die Körperhaltung. Die innere und vor allem die ist da. Ja, die ist. Aber du musst dann schon die Hände aus der Hosentasche nehmen, damit es der Maß stimmen kann. So. Sauber, Soggi. Auf geht's, auf die Wiesen. Hier wartet ein alter Bekannter, bei dem ich auch schon zu Besuch war. Der Schönheitschirurg Werner Mang, Gastgeber einer solventen Männerrunde. Den Fritz hat er eingeladen, mich bekommt er gratis dazu. Werner! Ja, grüß dich! Ja, jetzt müssen wir auf dem Oktoberfest richtig Gas geben, ja? Ja. Wir sind ja noch jung. Ja, absolut richtig. Wir sind jung, dynamisch und ja. Du kannst zumindest dafür sorgen, dass wir noch lange jung aussehen. Das ist ja auch schon mal was. Ja, ja, eben. Ja, 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 da müssen wir dabei. Was muss man da noch machen? Da muss man nichts machen. Das ist ein sehr attraktiver Mann. Die Krähenfüße. Ja, die Krähenfüße machen wir weg. Ein bisschen Botox. Die machen wir weg? Wie bei dir auch, ja. Aber, ja, ganz bei ihm haben wir auch Botox. Aber gibt es wenigstens Sonderpreis? Und woher kennt ihr euch beide? Ist das ein sozusagen? Ja, wir kennen uns schon lange von Jagen, Fischen, Damen, Frauen. Frauen? Ja, unsere Frauen. Achso, ich dachte, ihr teilt euch welche oder so. Nein, so ist es nicht. Okay. Wie viele schafft ihr denn am Abend von so Dingen? Also ich schaue, dass ich das sehr dosiert mache. Ja. Maximal ein, zwei, damit ich keinen Harntrank bekomme, weil auf die Toilette gehen ist lebensgefährlich. Totaler Horror, wir haben das vorhin gesehen. Das ist der Horror, deswegen wenig Bier, damit man nicht pinkeln muss. Sehr gut, okay. Fritz, ja. Ich bin nicht so ein harter Hund wie du. Ich bin eher ein Actionheld, gefangen im Körper einer Ballerina. Ja, ich hab's gemerkt. Ja. Heute im Bären, glaube ich, stand mir sehr gut. Das ist ja das Erschreckende, das stand mir gut. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich euch alleine lasse. Schade. Ja, damit das alles, was jetzt passiert, nie im Fernsehen gezeigt wird. In diesem Sinne, alles gut, ein Prosit auf dich. Auf den Fritz! Auf den Fritz! Auf den Werner! Auf den Fritz! Jungs, auf den Fritz! Auf den Fritz! Lass dich drücken, mein Lieber. Eine große Freude. Bleib so, wie du bist und bleib gesund. Du auch. Danke.